Ja, aua. Aua. Ich habe meine Hand auf den Tisch gehauen. Und mit dieser heldenhaften Melodie sehen wir uns auch hier in diesem Part wieder. Ich hatte eben den Part schon begonnen und habe angekündigt, dass wir jetzt losgehen. Ihr seht schon in meinem Inventar, ich habe alles Wichtige gepackt. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier die Zombies mal so ein bisschen tot und die Versicherungsvertreter, den werden wir mal in den Boden stampfen und nachher wieder ausspucken. So, die Spinne gefällt mir überhaupt nicht. Komm. Nochmal. Tot. Ups. So. Ganz ruhig, Lissy. Alles cool, da ist keiner. So, wo ist der Versicherungsvertreter? Lungert er hier vor der Tür? Jo, der lungert vor der Tür, aber nur ein bisschen. Wie machen wir es denn jetzt? Ach Mensch! So. So, Leute, ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal schnell los hier. Ich habe schon den Waypoint gesetzt. Versicherungsvertreter. Ich habe schon den Waypoint gesetzt, wo wir hin müssen. Das ist der pinke auf der Minimap. Ich hasse Pink, deswegen habe ich den Pink gemacht. Der kann also mir niemals aus den Augen verschwinden. So, jetzt machen wir mal hier die Marker Options. Machen wir Distance, Label und Icon alles hin. Und dann finden wir hier ziemlich schnell hin. Ziemlich schnell. So. Hello, Forest. Level 40. Sehr viel Respekt. So. Und ich hoffe mal, dass es jetzt alles gut vonstatten geht. Sehr viele Kühe, die wir nicht mitnehmen können oder töten können. Was ist das denn? Ist da ein Haus oder was ist das? Täuscht das oder ist das ein Haus? Das ist doch niemals nur ein Sandberg. Oder doch? Ist das ernsthaft nur ein Sandberg? Das will ich jetzt sehen. Es ist nur ein Sandberg. Heilige Scheiße. Das ist nur ein Sandberg und ein Pferdchen. So. Wie weit ist das noch? Ich kann die Zahl nicht erkennen. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir laufen da jetzt schnell hin, so schnell wir können. Und ich meine, wenn das nicht allzu weit weg ist, dann können wir später ja auch zu dieser Entfernung mal eine Schiene unterirdisch legen. Das steht aber wirklich noch in den Sternen, das ist nur so nebenbei. Deswegen, wir bauen jetzt auch gleich erstmal unser Portal irgendwo da in der Nähe von unserer Basis, die wir da bauen. Damit wir erstmal das Portal da haben und nicht da hinten wie in unserer letzten Let's Play, weil somit mussten wir uns tatsächlich, wir waren gezwungen, uns diese Minecart-Strecke zu bauen, weil wir ewig da bei dem Portal rauskamen. Das will ich hier verhindern, weil es einfach nur unnötig ist. Und ja, somit ersparen wir uns das einfach. Es ist einfacher. Ach ja, das macht so viel Spaß. Und ja, ah, hier ist schon der erste Sumpf, aber der ist noch, das ist noch der falsche. Hier bringt uns noch gar nichts. Wir haben hier einen ziemlich großen Sumpf, aber das ist halt, wie gesagt, noch der falsche. Eigentlich müssten wir uns hier Lava mitnehmen, damit wir uns nachher ein Portal bauen können. Wir brauchen aber sowieso noch ein Boot, damit wir... Oh, was mache ich da? Dummheit. So, wir brauchen eh noch ein Boot, damit wir da schneller hinkommen. Ist alles Wasser. Boot. Wie ging ein Boot?
Boot war so schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. So, das kann weg. Und das Boot setzen wir jetzt ins Wasser. Zack, viereckiges Boot. So, und los geht's. Wie ging nochmal die Außenansicht? Ich weiß das, F5 oder so? Ja. Oh, wir haben hier eine kleine Seefahrt. Und das soll schneller gehen. Der eiert. So. Das ist toll. Nein, mein Boot ist kaputt gegangen. Warum fahre ich da auch immer gegen? Das war unnötig. Pilze nehmen wir mit. Okay. Leute, ich werde kurz einen Cut machen und wenn wir da sind, geht's dann gleich weiter. So Leute, da sind wir wieder zurück. Ich bin angekommen und hier werden wir jetzt unseren Kreis bauen. Ja, ich würde sagen, hier, den habe ich mir extra schon markiert. Das ist nämlich genau da, wo der erste Eckpunkt stehen wird. Hier fängt es an. So, wir machen das einfach mal, ersetzen das, damit wir wissen, dass das hier wirklich der Mittelpunkt ist oder einer der Mittelpunkte. Ersetzen wir den und machen den aus Dschungelholz, damit wir den von den Steinen unterscheiden können. Und wir bauen jetzt erstmal eine Reihe über Wasser und fangen an. Ich glaube, ich habe den sogar im Kopf, ich weiß aber nicht mehr genau, also wenn, zur Not müsste ich nachgucken. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den weg. So. Boah, 2x3 oder so? Ich glaube 2x3. 3. Nochmal 3. Und jetzt 3x2. Irgendwie ist das nervig. So, wir backen jetzt hier erstmal eine kleine Scheißtruhe hin. Und lagern erstmal unsere Steinchen. Weg damit. Ganz entspannte Musik. So. Kiste. Eine Kiste haben wir. Und rein damit. So, das Wichtigste ist schon mal weg. Dann bauen wir jetzt hier nochmal mit dem Rest der Steine weiter. Ich nehme mir doch mal die Scheißzeichnung hier, mein Plan. War aber bis jetzt richtig. So. Damit wir nicht durcheinander kommen, nehme ich mir nochmal kurz Tropenholz. Verarbeite das. Und mache erstens nochmal eine Truhe, damit wir eine Doppeltruhe haben. Sondern wir machen das, benutzen jetzt das Tropenholz, damit wir das leichter unterscheiden können zwischen dem Stein. Okay, es wird jetzt langsam Nacht. Wir leuchten den Scheiß hier mal aus. Ist das auch wieder auf dunkel? Nein. Gut, wir leuchten die Kacke hier mal so ein bisschen aus, damit hier nichts spawnt in unserer Nähe. Zumindest nicht so nah. So, und als erstes bauen wir uns hier mal so eine Behilfshütte. Wirklich nichts Spektakuläres. Einfach nur, dass wir ein bisschen Schutz haben. So. Zack. Und jetzt eine Tür. Und fertig. Ist das Ganze. So.
So, das reicht schon. Den Marker könnten wir eigentlich mal entfernen, aber wie ging das nochmal? Ich weiß nicht, welchen, wie wir die Marker sehen könnten. Machen wir mal so. Marker Options. Machen wir die erstmal weg. Brauchen wir nicht mehr. Death Point. Ja. Keine Ahnung, was das bedeutet. Waypoints, da haben wir die Dinger doch. So, den können wir ausmachen. Wir machen jetzt einen neuen. Der da heißt Base. Die machen wir mal in einem dunklen Lila. So. Und jetzt bauen wir hier mal schnell weiter. Zwei. Ich habe Angst vor Versicherungsvertretern. Ohrenslime. Den müssen wir töten. Ganz dringend. Slime. Kaltschleim. Nicht cool. Kein Slime. So, aber ein Zombie. Toter Zombie. So. Einmal. So langsam wird das hier ein bisschen unmöglich. Au. Oh. Spinnphobie. So, oh. Das sollte uns mal nicht zum falschen Zeitpunkt passieren. Gott sei Dank müssen wir das alles nur einmal machen, denn immer wieder nur oben drauf bauen. So, dreimal zwei. Ein. Zwei. Zwei einzelne. So, ich prüfe das Ganze nochmal. Zwei Sechser. Zwei Drei. Zwei Zweier, drei, einen einzigen, den haben wir hier gesetzt, wieder einer, zwei einzelne, korrekt, ein Zweier, eins, zwei, nein, der war falsch. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2 einzelne, 3, 1. Einer. Drei Zweier. Ein Skelett, das uns abschießen will. So, mit dem verzauberten Bogen. Hoffentlich lässt er den fallen. Das wäre cool. Aber glaub nicht, oder? Nee. Warum auch? Böser Enderman. So, drei Zweier. So. Einer Man. Die Melodie passt gerade gut dazu. Nehmen wir uns mal wieder ein Stack raus. Drei Zweier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Den kurz weg hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mittelfall, 1.
Aua. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wir brauchen langsam wieder Leben. Kurz was essen. So Leute, der Part ist eigentlich schon wieder rum. Ich würde sagen, wir machen hier auch direkt einen Cut. Wir setzen, wenn das noch keine 6 sind. 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Passt doch. So. Leuchten das hier mal so ein bisschen aus. Beim Zurückgehen. Hier werden wir jetzt nämlich eine lange, lange Zeit verbringen. So. Das lassen wir. Haben wir sogar noch einen Setzling bekommen. Den können wir ja mal schnell wachsen lassen, wenn es reicht. Ja, hat sogar gereicht. So. Und ein bisschen Gras kann nicht schaden. So. So Leute, würde ich sagen, war es das für den Part. Wäre sehr nett, wenn euch 2 Sekunden Zeit und um den Part zu liken, um mich zu unterstützen. Wäre wirklich sehr nett. Wir haben hier einen Zombie, der hier rumschleicht. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.